Wiedermals willkommen bei der Videospiel-Wahnsinns-Show Wohngemeinschaft. Heute mit spaßigen Spielen für Spontanrollenspieler und Feinde von fremdartigen Frustverbrechen. Faszinieren wir euch aber vorerst mit dem fabelhaften Fable, welches versucht, fantastische Fabelgeschichten freudig zu verpacken. Unser Rollenspiel Rutsch auf Robin rollt sich rasant durch die Reise des Rad- und rastlosen Recken im Remake des Rollenspiel-Hits Fable. Rollenspiele können einen schon ganz schön überfordern. Komplexe Kampfsysteme, überlange Spielzeit, Levelgrinding, massenhaft Quests, gigantische Welten mit unzähligen Regionen. Da ist es kein Wunder, dass einigen Dark Souls zu hart, Witcher 3 zu groß, World of Warcraft zu lang oder Mass Effect zu dialoglastig ist. Doch keine Sorge. Ein kleines, unscheinbares Rollenspiel möchte eben jenen Leuten das Rollenspiel-Genre nahelegen. Fable startet mit einer klassischen Heldengeschichte in der Fantasy-Welt Albion. Ein Junge verliert im Kindesalter seine Familie an einen Bösewicht und wird daraufhin ausgebildet, ein Held zu sein, um den kriminellen Machenschaften ein Ende zu setzen. Das Ganze ist wenig originell, funktioniert jedoch ganz gut. Die Geschichte leitet nachvollziehbar von Ort zu Ort und vermittelt stets einen spürbaren Fortschritt. Für besondere Würze sorgt das Moralsystem. Häufig habt ihr die Wahl, Gutes oder Böses zu tun. Beides führt zum Ziel. Dies wird direkt zu Beginn klargemacht. Man braucht 3 Goldstücke, um ein Geburtstagsgeschenk für seine Schwester zu kaufen. Ob man sich diese nun besorgt, indem man sich gute Taten vom Vater auszahlen lässt, oder auf eher kriminelle Art und Weise beschafft, entscheidet man selbst. Das Spiel konfrontiert einen immer und immer wieder mit den moralischen Entscheidungen und bietet für beide Wege ansprechende Belohnungen. Beides haben geht jedoch nicht. Das finden wir prinzipiell toll, müssen allerdings bemängeln, dass das Ganze schon sehr eindimensional ist. Alles, was den Räubern hilft, ist grundsätzlich böse. Und alles, was den armen, hilflosen Bauern oder Händlern hilft, ist gut. Hier würden wir uns mehr Nuancen im sonstigen Schwarz und Weiß wünschen. Diese eindimensionale Gut- und Böse-Markierung spiegelt sich auch in der Ausrüstung wider. Jedes Leder-, Ketten-, Platten- oder Magier-Set hat sowohl eine glänzende als auch eine dunkle Version. Dies besteckt optisch euren präferierten Weg durch das Spiel und verändert die Reaktion der Bürger Albions auf euch. Seid ihr ein guter Gutmensch in glänzender Rüstung, so werdet ihr angeschmachtet und Frauenherzen fliegen euch links und rechts entgegen. Seid ihr wiederum ein böser Bösewicht in dunklem Attentätergewand, so laufen die Bewohner schreiend vor euch davon. Ähnlich subtil wie das Moralsystem sind auch die Charaktere. Eure Mithelden sind allesamt einprägsam, sowohl von ihrem Charakter als auch von ihrem Aussehen. Wirklich komplexe und ausgearbeitete Meinungsgefüge sucht man hier vergebens. Jede Figur funktioniert ausschließlich für den Spielverlauf und langweilt euch nicht mit endlosen philosophischen Gesprächen. Your data on the Scourge flows like poetry. Now we can better advise on repairing the damage it caused. Besonders hervorheben müssen wir Messer Jack, der sich im Verlauf der Geschichte als Antagonist herausstellt. Nicht nur sieht er super cool aus, er ist endlich mal wieder ein Bösewicht, der keine nachvollziehbare Vorgeschichte oder übersympathischen Charme hat. Er ist einfach verdammt böse und darf deswegen auch einfach mal gehasst werden. Solche Antagonisten sieht man in modernen Filmen und Spielen einfach zu selten und ist demnach eine willkommene Abwechslung zu den sonstigen Wischi-Waschi-Bösewichten à la Pinguin, Loki oder Anakin Skywalker. Und jetzt, meine Süße, werdet ihr mir verraten, wo der Schlüssel ist. Die Bewohner Albions dienen euch als Moralindikator und verhalten sich demnach auch alles andere als menschlich. Niemand reagiert natürlich auf die Ergebnisse eurer Arbeit. Menschen stehen während eines Gesprächs lauthals jubelnd hinter euch und direkt nach einer Danksagung wird der Held laut angeklatscht. Ach, danke, dass du mir beim Umziehen hilfst. Fable sieht fantastisch aus. Zumindest als es 2004 erschien.
Heutzutage kann man nur schwer über die etwas klobige Grafik der ersten Xbox hinwegsehen. Zum Glück ist die von uns getestete Version das 2013er Remake auf der Xbox 360. Dies zwar immer noch keine grafische Offenbarung, aber das Spiel hat etwas, wovon aktuelle Spiele in den meisten Fällen nur träumen können. Charme. Jeder Ort vermittelt eine eigene Stimmung. Und dann kommt noch der wunderschöne und einprägsame orchestrale Soundtrack dazu. Und zack, fertig. Habt ihr eine märchenhafte Atmosphäre, die ihresgleichen sucht. Das Gameplay befindet sich auf solidem Action-Adventure-Standard. X ist fürs Draufhauen, Y fürs Bogenschießen und B für Magie. Fern- und Nahkampf verändern sich nur beim Wechseln der Waffenklasse. Wer jedoch von Anfang bis Ende Schwertfuchtler sein möchte, sieht in jedem Kampf dieselben Moves. Deutlich variantenreicher ist da schon die Magie oder Willenskraft. Neben dem Feuer- und Blitzschmeißen gibt es nahkampfunterstützende Zauber, die euren Gegner von den Füßen holt, eure Verteidigung stärkt oder Geisterschwerter beschwört, die fröhlich gleich mit draufhauen. Besonders nahelegen möchten wir euch die Zauber göttlicher Zorn bzw. höllische Wut. Die hauen ordentlich rein und können euch so manchen schwierigen Kampf erleichtern. Gewonnene Kämpfe werden mit Erfahrungskugeln belohnt. Dabei ist es nicht unwichtig, wie ihr kämpft, da es neben den allgemeinen auch disziplinspezifische Erfahrungen gibt. Zaubert ihr viel umher, sammelt ihr Willenskrafterfahrung. Fuchtelt ihr mehr mit Nahkampfwaffen herum, sammelt ihr Stärkeerfahrung. Somit fördert Fable eure Lieblingsspielweise. Aber keine Sorge, ihr werdet auch so noch genügend Erfahrung für Fertigkeiten übrig haben, die ihr nicht ständig verwendet. Ihr habt zudem keine Möglichkeit, euch zu verskillen. Jede Aufstufung kann rückgängig gemacht werden, solltet ihr die investierten Erfahrungen gerade woanders dringender brauchen. Aber wer leveln sagt, muss auch looten sagen. Und auch da lässt euch Fable ebenfalls nicht verhungern. Sammelwütige können sich den 12 Dämonentüren stellen, die von euch verschiedenste Rätsel gelöst haben wollen. Zudem gibt es noch Silbertruhen, die sich erst dann öffnen, wenn ihr die geforderte Anzahl an Silberschlüsseln gefunden habt. Es gibt sogar eine Dämonentür, die gerne eine Silbertruhe wäre, sich demnach nur dann öffnet, wenn man ihr alle gesammelten Schlüssel gibt. Während euren Reisen werdet ihr auch auf ein paar Schatztipps stoßen, die euch nach und nach den Standort eines einzigartigen Gegenstands verraten. Belohnt werden eure Bemühungen mit Erfahrungstränken, kosmetischen Vorlagen zur Individualisierung eures Charakters, Waffen und Rüstungen und natürlich legen... Es kommt gleich! ...dere Waffen und Rüstungen. Komplettisten unter euch, seid gewarnt. Die Jagd nach den einzigartigen Waffen bedarf viel Zeit. Wem das alles völlig egal ist, kann dies überspringen. Verpasst dann jedoch einige liebevoll gestaltete Rätsel. Fable Anniversary ist bei weitem kein perfektes Spiel. Rollenspielanfänger finden hier jedoch ein schön geschnürtes und vollgepacktes Beginnerpaket, welches durchaus fordernd, aber eben auch belohnend ist. Veteranen des Genres werden die Einfachheit und Tiefe des Spiels zu schätzen wissen. Wer von Fable noch nie gehört hat oder es noch nie gespielt hat, denen empfehlen wir dringend einen Blick zu riskieren. Es lohnt sich. Ach, wohlige Nostalgiedecke. In dir ist immer alles so toll und wunderbar. Eben genau wie damals. Als ob früher immer alles besser war. Ich weiß mal das Gegenteil. Bitte. Bungie, man kennt sie. Sie haben das Shooter-Genre mit Halo unglaublich stark beeinflusst und den Bereich Spiele-KI vorangetrieben wie kaum ein anderer Entwickler. Wo Bungie draufsteht, ist Qualität drin. Meistens. Wahrscheinlich hat jemand bei Bungie West im wunderbaren Jahre 2001 eine beachtliche Menge Kokain konsumiert, sich die Serienadaption zu Ghost in the Shell angeschaut und sich gedacht, jawohl, da machen wir ein Spiel mit. Anders können wir uns die Entstehung von Oni nicht erklären. Interessanterweise ist Oni das einzige Spiel gewesen, das Bungie West jemals entwickelt hat. Und das auch aus gutem Grund. Wir schreiben das Jahr 2000, wen interessiert's? Und die Menschheit hat ganz viel neues Zeug entwickelt. So viel Zeug und so gutes Zeug, dass sie sich entschlossen hat, dass vieles von dem neuen Zeug moralisch nicht vertretbar ist und deshalb das Einsetzen und Erforschen von neuem Zeug stark reguliert sein sollte, damit niemand das Zeug missbrauchen kann. Um was für Zeug geht's? Ach, wen kümmert's? Wir folgen der Geschichte einer lilahaarigen Hau-drauf-Maschine mit mangelndem zwischenmenschlichen Fingerspitzengefühl namens Konoko und ihrer besten Freundin Nightmare Fuel Mac Robot Face. Beide arbeiten bei der TCTF, der Organisation, die dafür sorgt, dass niemand verbotenes Zeug baut
oder benutzt oder sonst was anstellt. Die eigentliche Story ist so dünn wie der Geduldsfaden eines Disco-Pumpers und in etwa so intelligent geschrieben wie dessen Facebook-Profil. Und das ist noch vor der furchtbaren Übersetzung und der Neuvertonung, die alle Hoffnung auf eine vernünftige Narrative unangespitzt in den Boden rammt. Grafisch ist Oni ein Kind seiner Zeit. Wenige Polygone, die mit noch weniger künstlerischer Begabung zusammengestellt und immerhin mit mittelmäßigen Texturen überzogen wurden. Im normalen Gameplay ist die Grafik funktionell. In Cutscenes hingegen tritt die Optik mit all ihren Schwächen ins Rampenlicht. Auch in Sachen Levelarchitektur kann Oni nicht mit Kreativität glänzen. Graue Warenhäuser, graue Fabriken, graue Labore. Anscheinend hat in der nahen Zukunft jeder vergessen, dass Wandfarbe existiert. Bei Onis Sounddesign gibt es wenig zu meckern. Die Soundeffekte haben Gewicht, passen zu dem, was sie repräsentieren sollen und sind technisch gut gemacht. Was nicht gut gemacht ist, ist die Musik. Es gibt ein einziges Stück im Soundtrack, das gut ist und Stimmung macht. Während der überwältigende Großteil allerdings das musikalische Äquivalent zu Erbrochenem darstellt. Uninspirierter Technomüll, der so Standard ist, dass man meinen könnte, der Soundtrack sei aus Fruity Loops Beispieltracks konstruiert. Aber, wie wir alle wissen, auch ein grottenhässliches, scheiße geschriebenes Spiel, das klingt wie eine Mülltonne, kann mit Gameplay überzeugen. Aber nicht Oni! Grundsätzlich funktioniert das Gameplay eigentlich ganz gut und kann in drei Kategorien aufgeteilt werden. Schießen, draufhauen und Plattforming. Plattforming ist unpräzise und fühlt sich echt mies an. Schießen ist roh und simpel, wie in sonst kaum einem Spiel. Aber das Draufhauen, das funktioniert. Nein, doch. Oh. Konoko hat eine große Bibliothek an Möglichkeiten, ihren Gegnern die Nasen, Beine, Arme oder Rücken zu pulverisieren, während die bösen Buben ähnlich viele Möglichkeiten haben, Konokos in existenziellem Schmerz verzerrte Anime-Visage von ihrem digitalen Elend zu erlösen. Das System glänzt dabei besonders in 1-gegen-1 Kämpfen. Konsequenterweise hat sich Bungie West also dazu entschieden, solche Kämpfe zur Ausnahme zu machen und wirft in der Regel mehrere Gegner gleichzeitig auf den Spieler, sodass dieser, anstatt die vielen verschiedenen Moves ausreizen zu können, sich auf billige Strategien verlassen muss. Überraschend ist das allerdings nicht, denn die KI ist inkonsequent und oft dumm wie Brot. Das Leveldesign ist meistens in Ordnung, mit minimalem Backtracking. Es kann auch schon mal passieren, dass man 10 Minuten lang durch denselben Raum zirkelt und die Konsole sucht, die in irgendeiner Ecke versteckt hinter einer Serverbank schlummert. Entschuldigung. Onis größtes Problem ist die Schwierigkeitskurve. Das Spiel fängt kacken einfach an, wird aber innerhalb von wenigen Leveln so schwer wie Dark Souls. Nur nicht ganz so fair. Dabei oszilliert die Schwierigkeit primär mit der Kompetenz der KI, die entweder nichts geschissen bekommt oder Bruce Lee wie einen Anfänger aussehen lässt. Oni kann nicht überzeugen. Die Grafik ist Arsch, die Story ist Arsch, der Sound ist Arsch, die KI ist Arsch, das Gameplay ist Arsch, Oni ist Arsch! Sicher, das Spiel funktioniert. Es stürzt trotz seines Alters selten bis gar nicht ab. Und größere Glitches sind selten. Aber in jeder anderen Hinsicht bleibt Oni auf der Strecke. Und das ist schade, denn die Ansätze sind da. Das Kampfsystem ist gut, aber die strohdumme und inkonsequente KI macht Kämpfe zur Tortur. Das Worldbuilding ist da, aber es versteckt sich in Textlogs, die langweilig geschrieben sind und nichts zur eigentlichen Story beitragen. Das Team hat offensichtlich versucht, interessante Level zu konstruieren, ist aber kläglich gescheitert. Wäre etwas mehr Liebe, Zeit und vermutlich auch Geld in das Projekt geflossen, hätte Oni leicht zu einem Industriestandard für Cyberpunk-Spiele werden können. Aber es sollte nicht sein. Auf der anderen Seite ist Oni aber leider auch nicht schlecht genug, um den so schlecht, dass es schon wieder gut ist, Preis abzusahnen. Also, lasst die Finger von Oni. Es sei denn, ihr habt Nerven wie Stahl. Nee, auch dann nicht. Lass einfach die Finger davon. Tja, sag ich doch. Boah, ich glaube, mir wird schlecht. Ernsthaft? Okay, gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der zweiten Folge von Wohngemeinschaft. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und dann ist der hoffentlich auch wieder okay. Macht's gut.
Aber Sir, Sie haben es doch gerade gesehen. Das können wir doch nicht laufen lassen. Wir machen weiter, wie geplant. Bei allem Respekt, wenn wir weiter in diesen Mist ausstrahlen, dann sind wir bald raus aus dem Geschäft. Es gibt genug andere Sendungen mit Spielen, die tausendmal besser und... Wir machen es so, wie ich sage. Glaubst du wirklich, ich säße in diesem Stuhl, wenn ich nicht wüsste, was ich tue?